Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir spielen jetzt Gespenster tötende Flammen. Ja. Shiranui nutzen die Macht des Feuers, um Gespenster zu töten. Was? Ihre Macht erstrahlt bedrohlich in ihren Dämonenschwertern und Synchrobeschwörungen. Erlebe übernatürliche Kräfte, die die Dimensionen verbinden. Alles klar. Okay, fangen wir mit dem Szenario an. Ja. Let's go. Gespenster tötende Flammen. In jener Zeit sich bekriegender Staaten standen Helden überall im Land miteinander in Konflikt. Während einige versuchten, das Land zu einen, entstanden und verschwanden Nationen und unzählige Schlachten wurden geschlagen. Kein Ort war vor den Flammen sicher. Und die lang anhaltenden Kriege verheerten nicht nur die Felder, sondern auch die Herzen der Menschen. Und all die Welt verwüstet. Was? Und als die Welt verwüstet war, erschien ein einzigartiges Monster. Ein einzigartiger Monstertyp, die Gespenster. Die Gespenster leiteten die Menschen fehl und brachten manchmal die Weisen dazu, noch mehr Kriege zu fordern. Gespenster? Ist das wirklich ein Typ in dem Spiel? Es gab einen jungen Samurai, der sein Leben dem Kampf gegen die Gespenster widmete. Der Samurai studierte nicht nur verschiedene Schulen des Schwertkampfes, sondern auch die Kunst des Exorzismus. Alles klar! Mithilfe des Shiranui-Stils, einer Fusion verschiedener Künste, löste er im Nu einen Krieg aus, zusammen mit Gleichgesinnten. Der Name des Samurai, der zahllose Gespenster besiegt hatte, sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Gespenster wollten ihn töten und griffen mit einer großen Armee an. Ohne zu zögern, trat der Shiranui-Stil-Samurai dem Angriff entgegen. Aber so stark er auch war, er war doch nur ein Mensch. Am Ende wurde er überwältigt und die Gespenster schlossen seinen Geist in sein geliebtes Katana ein. Kann man das sagen? Inzwischen wurden die Gespenster weniger, verloren viel von ihrer Macht und krochen zurück in die Finsternis, aus der sie gekommen waren. Die Gespenster sind verschwunden, aber die Zeit wird kommen, wenn sie Kraft sammeln und wieder erscheinen. Der Samurai ist jetzt ein Geist in seinem Katana. Aber die Geschichten und Techniken des Shiranui-Stils wurden von seinen überlebenden Kameraden weitergegeben. Kurz nach dem finsteren Krieg zwischen dem jungen Samurai und den Gespenstern war die Welt nicht mehr im Krieg. Ah, echt? Nach dem Krieg ist man immer im Krieg. Der Frieden war wiederhergestellt und eine Ära, in der wenige den Krieg kannten, begann. Der Kampf zwischen Shiranui-Stil und Gespenstern
ging weiter. Der Nachfolger der aktuellen Generation wird Shiranui Samurai genannt. In dieser Welt nach dem Kriegszustand zeigt der junge Krieger großen Mut. Das ist die Synchrobeschwörung. Zusammen mit Shiranuis die Synthese. Achso, ne, die eure Synchrobeschwörung, okay. Vereint er sich mit dem Geist des Gründers der Shiranui und stürzte sich in den Kampf mit den Gespenstern. Aha, abgeschlossen. Danke für die Finsterniskugeln. Okay, dann haben wir jetzt Praktik freigeschalten. Lerne die Vorzüge und Nachteile des Shiranui-Dex. Leidek. Genau. Kriegen wir wieder ein paar Punkte. Okay. Was macht ein Shiranui-Deck einzigartig? Es gibt zahlreiche Shiranui-Monster, deren Effekte es dir erlauben, Karten zu verbannen und deren Effekte aktiviert werden, wenn sie selbst verbannt werden. Insbesondere der Empfänger Shiranui Spektralschwert hat einen Effekt, mit dem du ein Synchromonster als Spezialbeschwörung beschwören kannst, indem du ihn und ein weiteres Monster vom Friedhof verbannst. Falls du diesen Effekt gut nutzt, kannst du nicht nur kontinuierlich Synchromonster-Spezialbeschwörung beschwören, sondern auch die Effekte von verbannten Shiranui-Monstern maximieren. Okay, das einzige Nicht-Zombie-Monster im Deck ist hier schon. Der Golsago-Fork, okay. Interessant. Die Getsufuma deines Gegners hat einen Effekt, der alle Monster vom Typ Zombie, die gekämpft haben, zerstört. Nutze Shiranui Monster-Effekte, um Synchro-Monster als Synchro-Beschwörung zu beschwören und gleichzeitig mit ihren Effekten die Monster deines Gegners zu zerstören. Du brauchst Empfängermonster, um ein Synchro-Monster als Spezialbeschwörung zu beschwören. Okay. Aktiviere Goldsarkophag und verbanne Shiranui Spektralschwert von deinem Deck. Okay. Und der hat einen Effekt, wenn er verbannt wird, oder? Aktiviere Shiranui Synthese. Achso. Brauche ich was verbannt? Ah ja, ich kann mir damit was Verbanntes wieder auf die Hand holen. Bringe mit dem Effekt von Shiranui Synthese das verbannte Shiranui Spektralschwert auf den Friedhof zurück. Das ist so interessant. Die Karte ist ja eigentlich dafür da, dass man das, was man da reintut, irgendwann wieder zurückkriegt. Aber nein, heutzutage holen wir es einfach Turn 1 zurück, indem wir einfach einen Effekt dafür nutzen. Aber man normalerweise, glaube ich, modernere Karten zu verbannen nutzt. Er ist im Friedhof. Ach so, er geht im Friedhof. Okay. Das Empfängermonster Shiranui Spektralschwert in deinem Friedhof und das Nicht-Empfängermonster Shiranui Seelenmeister. Sind einsatzbereit. Nutze den Effekt von Shiranui Spektralschwert, um das Synchromonster Shiranui Samurai Sage als Spezialbeschwörung zu beschwören. Okay. Aktivieren seinen Effekt. Und machen eine Synchrobeschwörung vom Friedhof, die nicht als normale Synchrobeschwörung gilt. Und deswegen ist das auch nur eine Spezialbeschwörung. Und keine Synchrobeschwörung. Der verbannte Shiranui Seelenmeister hat die Fähigkeit, alle offenen Karten auf dem Spielfeld deines Gegners zu zerstören. Aktivieren wir den Effekt. Ja. Nice. Greife die Life von deines Gegners direkt an. Ja gut, dann rein damit. Da hast du seine Lebenspunkte depleted. Okay, jetzt haben wir das richtige Duell. Du musst Gegenmaßnahmen gegen den Shiranui
Shugusage ergreifen, dessen Attika plötzlich hochschießen kann und gegen den Shiranui-Stil Schwalbenhieb, der zwei Karten zerstört, während Shiranui verbannte Monster um diesen Effekt zu aktivieren. Du musst auch auf Getsu Fuma aufpassen. Wenn du mit einem Deck duellierst. Wenn du dich mit einem Deck duellierst, da braucht man, glaube ich, keine zwei Mits. Oder keine Ahnung. Das Gegner-Typen oder Zombie-Typen verwendet. Ach so, ich verstehe schon. Okay. Macht das dann ein Problem gegen Eldritch? Selbst wenn deine ATK höher als die deines Gegners ist, wirst du durch den Effekt zerstört. Möchte ja nicht zerstört werden. Gut, aber ich habe gerade Essen bekommen, also pausiere ich euch mal kurz. So, auf geht's. Naja, ich sehe schon, die verwenden auch das Auslandskapitol. Die Shiranui. So. Also, wie fangen wir dann am besten an? Wir haben hier, der hier hat einen Effekt, wenn er normal beschworen wird. Interessant. Wir haben keinen, der was kann, wenn er spezial beschworen wird. Dafür muss er auf dem Feld sein. 4 und 2 sind... Ja, ich denke mal, ich mache einfach das. Ich beschwöre den da. Aktiviere seinen Effekt. Beschwöre den da. Ganz Synchro beschwöre ich. Den da. Und dann habe ich schon mal ein Monster auf Feld. Starkes Synchro-Monster. Und dann gucken wir mal, was ich nächsten Turn machen kann. Ich kann den Empfänger nicht wiederholen, weil er nicht da drin ist. Interessant. Dann ist er auch ein Friedhof. Falls sie verbannt wird. Die ist permanent, aktivieren wir die einfach mal. Du, einmal pro Spielzug, du kannst ein dieser Effekte aktivieren. Verbanne ein offenes Monster und dem Zombie, das du kontrollierst, hältst in diesem Spielzug keinen Schaden. Wähle zwei verbannte Monster und dem Zombie mit 0 Death und mische sie beide ins Deck, dann ziehe eine Karte. Ich lasse die mal noch im Banish-Pall drin. Ah ne, warte, da ist sogar nur eins drin. Also kann ich nur den Tribut-Effekt machen. Aber warte, was? Okay, interessant.
Warte mal. Der na klar kleiner oder gleich den das Monster. Was ich banische. Ja, das hat er gar nicht hin. Ist ja viel zu wenig, um überhaupt irgendwas was damit zu machen. Ja, es bringt ja nichts. Ich kann es in der Verteidigung zuordnen, aber das hilft mir ja nicht. Wähle ein Zombie-Monster in deinem Friedhof an. Beschwöre das erste gewählte Ziel. Spezialbeschwörung. Verbanne das zweite gewählte Ziel. Er verbannt ihn vom Friedhof. Stack. Okay, ja, von mir aus. Na, jetzt können wir Seelenmeister aktivieren, damit können wir eine Karte zerstören. Ich überlege gerade, was jetzt gerade Sinn macht. Das Ding ist, wenn... Du kannst ein Zombie-Monster von deinem Friedhof verbannen, genau. Wenn ich den zerstöre, dann verbannt er den wieder. Und dann hat er mehr als genug ATK und auch so. Haufen sinnvolles Zeug. Ich mach mal die Spielwelt-Serverkarte weg. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Verbannt werden soll. Wer macht einen Effekt, wenn er verbannt ist? Nein. Wenn sie gerade verbannt wird, du kannst nicht. Okay. Weil sie gerade verbannt wird, du kannst. Das ist anscheinend nicht once per turn, also das könnte ich nochmal machen. Füge erst deine Hand hinzu. Ja, nee. Ich würde sie lieber beschwören. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst erst deine Verbannt. Du kannst also deine verbannten Cherubim-Monster wählen. Oder stattdessen bist du zwei. Warte, was? Bin ich gerade. Wo fing der Satz nochmal an? Falls diese Karte verbannt wird, du kannst eins deiner verbannten Monster. Der verbannten Shiranui-Monster wählen, außer ihn selber. Oder stattdessen bis zu zwei. Falls auf dem Spielfeld liegt, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Ja, was passiert, wenn das nicht auf dem Spielfeld liegt? Ich kann. Ich kann eins als Spezialbeschwörung beschwören. Ich glaube, so habe ich es richtig übersetzt. Glaube ich. Okay, was kann der hier?
Ich kann eine Karte ziehen, dann eine Karte abwerfen. Ich würde sogar fast sagen, dass ich lieber das da nehme, weil wenn ich ihn abwerfe, landet er, glaube ich, definitiv da drin. Also nehmen wir den da. Ja. Ich ziehe eine Karte und werfe den hier ab. Wen hat er gewählt? Warte, dafür muss ich das hier aufmachen. Ja, natürlich hat er das gewählt. Klar hat er das gewählt. Schade, hat er mein Ding ins Plan kaputt gemacht. Oh, nicht dein Scheiß, Ernst. Jetzt kriegt er den wieder zurück ins Deck gemischt. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Ich erleide keinen Schaden, das bringt mir aber nicht so ganz. Das kann der once per turn machen, ist ja witzig. Falls sich diese Karte in einem Friedhof befindet. Das war der wahrscheinlich was unterschiedlichen Namen. Falls diese Karte und du kontrollierst. Tue ich nicht. Für einen Zombie-Empfänger von deinem Deck. Nein, das hilft nicht wirklich. Klar kann ich ihn selber wegtributen und dann hätte ich einen Empfänger auf dem Feld. Aber das bringt mir ja nichts. Keiner der Empfänger hat die Option, dass er sofort selber was Spezial beschwört. Das kann er irgendwie nur der hier. Die Empfänger bringen mir dort gerade auch nicht so viel. Nehmen wir die beiden, weil die beiden einen normalen Beschwörungseffekt haben. Wow, cool, nochmal so ein. Ich habe nichts, mit dem ich Friedhofsmonster verbannen kann. Weil der hat, glaube ich, einen Effekt, wenn er verbannt wird, oder nicht? Na gut, ist kein zu guter, aber naja. Keine Ahnung, beschwören wir den da? Aktivieren seinen Effekt? Um ihn selber zu zerstören. Ah, das ist aber okay, das kann ich machen. Okay, beschwören wir den da? Dann tributen wir ihn. Und holen uns... Oh, scheiße, die sind ja nur noch... Wow. Ich habe ein bisschen gemisplayed. Okay, ich wusste aber nicht, dass der im Deck ist. Ich hätte vorhin nicht zwei... Also ich hätte vorhin nicht zwei von den normalen Monstern, sondern einen von denen da wegmischen müssen. Aber das war mir nicht so ganz bewusst. Ich hätte vorhin eine von denen wegmischen müssen. Okay. Ah, nice, er verbannt sie alle. Ist ja super. Oh mein Gott, Alter. Der kann definitiv besser mit dem Deck spielen als ich. Ich meine, wenn ich noch einen von denen... Habe ich noch einen von denen, dann schmeiße ich den da rein.
Warum kann ich den nicht benutzen? Habe ich nur Empfänger im Friedhof oder was? Ne, das ist kein Empfänger. Warum kann ich den jetzt nicht benutzen? Oh my fucking goodness, man. Das würde also erst im nächsten Spielzug gehen. Das ist natürlich kacke. Ich habe nichts, um Monster zu verbannen. Ja, keine Ahnung. Dann lernen wir einfach die Verbandszone. Vielleicht ziehe ich irgendwas, was mir weiterhelfen kann. Wow, nein, nicht wirklich. Aber ich kann mit dem ja nur sich selber und den einen anderen beschwören, der mir auch nichts wirklich was bringt. Dann werde ich den jetzt weg, Tribute. Jetzt packt er den wieder weg. Das ist so bescheuert alles. Ah! Kann gar nichts setzen. Ja, mach die auch auf. Nein. Was will ich denn da jetzt verwenden? Ach so, noch mal ins Deck mischen, damit ich nochmal ziehen darf. Ja, keine Ahnung, ob das so viel Sinn gerade macht. Okay, weißt was? Ich aktiviere jetzt erstmal das da, aber ich glaube nicht, dass ich gerade Monster im Benchpal brauche. Sehr, sehr interessant. Ich hätte gerne den da, weil der einfach verbannen kann. Oder? Wenn ich die hier beschwöre, kann ich eine Synchro-Beschwörung durchführen. So mehr oder weniger denselben, den er hat, oder? 4, 5, 6, die sind ja, glaube ich, alle 2, die Empfänger. Also der da hat 3. Kenne ich dann auch 7. Da hat sogar die da auf dem Bild. Du kannst einmal pro Spielzeug eine oder mehr Shiranui. Das könnte was bringen. Und ich müsste ja eigentlich noch einen von dem... Okay, machen wir. Wir beschwören sie. Aktivieren ihren Effekt. Nein, danke. Dann beschwören wir den da. Dann tun wir die beiden zusammen. Synken, um sie zu beschwören. Und das ist ja auch literally genau dieselbe Person auf dem Cover. Zusammen mit dem Monster, was ich gerade für die Synchro verwendet habe, dann aktiviere ich den Effekt. Wähle das Synchro-Monster aus. Ja. 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 Ach, scheiße.
Das Ding ist, sie hat nicht genug ATK, um über das Monster drüber zu kommen. Aber wenn ich das Monster wegmache, nutzt er nur den, wird er nur den seinen Schnelleffekt nutzen. Dann hat er den wieder in... Was machst du, wenn du gebanished wirst? Weil das ist ja jetzt gerade passiert. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, es verliert. ATK, okay, perfekt. Ja. Jetzt hat er ATK verloren, jetzt kann ich ihn mit ihr zerstören. Wollte ich das überhaupt? Nein, ich wollte das nicht. Hm, weiß. Was macht die, wenn sie verbannt wurde? Gar nichts. warum habe ich den aktiviert? Warum habe ich den jetzt aktiviert? Weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es einfach getan. Und es war dumm. Und wie dumm es war. Es war richtig dumm. Nur ich kann die ja nicht wirklich wieder verbannen. Okay, keine Ahnung, ich beschwöre ihn. Aktiviere seinen Effekt. Achso, ich kann auch alles Mögliche vom Graveyard holen oder den in meiner Hand. Oh, wahrscheinlich hätte ich den da auch als Spezialbeschwörung beschwören können, oder? Ja, hätte ich. 4 plus 3 sind 6. Oder? 4 plus 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Okay, das würde dann wieder auf die da kommen. Das ist gerade eh der Einzige, der da drin ist. Dann nehmen wir nochmal den da. Das an sich hilft ja nicht, aber... Na ja, gut. Ist ja interessant. Ich kann die damit beide beschwören, aber das bringt mir gerade nicht wirklich was. Ja, nicht so wirklich. Und die hat auch keinen Effekt, falls sie verbannt wird und so. Es ist sogar genau diese Karte. Sie gilt als Synthese, sie ist aber eigentlich keine Synthese. Sehr interessant. Okay, machen wir das einfach mal im nächsten Zug. Oh. Das ist ja mega ungünstig, was zur Hölle, Mann. Ja gut, egal, machen wir Endphase.
so weird. Okay, warte, wir fangen hiermit an. Werfen den hier ab. Dann beschwören wir sie. Dann beschwören wir den. Tributen ihn. Selber. Oh, nee, ich kann nur solche wählen. Und nehme ich die vom Friedhof. Oder nee, die kommen aus dem Deck. Ich kann also immer nur Empfänger wählen. Warte mal, die ist Stufe 7. Auf welches Synchro-Monster könnte ich denn da gehen? Warte mal. 7 plus 3 wäre 10. Das ist das Einzige, was ich bauen könnte. Wen kann ich dort aktivieren? Achso, ihn. Ja, das ist super. Dann ist er nämlich gleich wieder auf dem Feld. Ja, das ist sein Friedhof. Ich mische alle von meinem Friedhof da rein. Also, ich würde dafür sorgen, dass ich direkt angreifen kann. Ich mache erstmal das da. Wir aktivieren erstmal das da. Und wir nehmen... Ja, eigentlich ist es scheißegal. Ja. 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 2000, das ist nicht wirklich genug. Okay. Ich hoffe. Warum kann ich nicht? 2 und 3 erreicht nichts, oder? Es wären 5. Das ist der, den ich gerade ausgewählt habe, okay. Okay, greifen wir mit jedem einfach einmal an. Da ist sogar wirklich der Typ drauf. Nein. Ja, okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die erhöht bleiben. Bleiben die erhöht? Nein. Ja, ich wusste nicht, was für ein Verbandeffekt ist. Ich war mir auch nicht bewusst, dass der jetzt verbannt wird, deswegen. Scheiße. Nicht schon wieder diese Karte. Ja, klar. Ich kann Damage entgehen, aber ich werde ihn nicht besiegen können. Ja, okay, wenn er verbannt wird, kann ich eine Spielmarke beschwören, die mir was bringt? Die hat keine ADK und keine Def. Was soll die mir denn bringen?
erschwicht den anderen, interessant. Ja, okay. Er wird ja sowieso verbannt. Ist das jetzt ein permanenter Senker? Anscheinend. Also wenn ich jetzt nochmal, das mache ich auch, ich nutze seinen Effekt, verbanne den hier. Ja, können alle geboostet werden. Ich zerstöre das da. Und ja, ich zerstöre das Monster. Aber jetzt kann ich auch gewinnen, einfach rein damit. So. Alter, der Part ist aber schon 41 Minuten lang. Das war wirklich hardcore-komplex, das Duell. Alter Schwede. Ich glaube auch nicht, dass die da oben unkomplexer werden. ich mache jetzt hier einfach mal einen Stopp. Vielleicht werden es ja drei Parts am Ende. Wir werden es sehen. Ciao.